Wie werden eigentlich Hüllen plantiert? Die Rillen in Außen- und Innenring halten die Kugeln auf ihrer Laufbahn. Doch wie kommen die Kugeln zwischen die Ringe? Außenring thermisch aufweiten. Geht nicht. Nicht einmal unter enormer Wärmezufuhr. Wir nähern uns der Lösung, wenn wir den Käfig abnehmen, der die Kugeln über ihre Laufbahn auf Abstand hält. Dazu biege ich die einzelnen Laschen des Blechkäfigs mit einem Schraubendreher auf. Mit aufgebogenen Laschen lassen sich die Blechkäfighälften nun leicht entnehmen und geben die Kugeln frei. Doch solange Außen- und Innenring konzentrisch liegen, ändert sich nichts. Die Rillen halten die Kugeln weiterhin auf ihrer Laufbahn. Rücken wir die Kugeln jedoch auf einer Seite der Laufbahn zusammen, lässt sich der Innenring um die zwei Kugeln am Ende der Kugelreihe herum. Ich gehe mal die Kugeln suchen. Montiert werden Rillenkugellager auf umgekehrtem Wege.